whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Die Brennerei Glenmorangie trägt den Namen des Verwaltungsbezirks der Unitary Authority, wie der Landkreis in Schottland genannt wird, in dem sie liegt. Die Hauptstadt ist Elgin, eine der heimlichen Hauptstädte der Whiskyproduktion neben Dufftown. Und Glenmorangie ist keine so uralte Brennerei. Sie ist im späten 19. Jahrhundert gegründet worden, hat also schon eine sehr ordentliche Historie und fiel dann irgendwann an den Brennereikonzern oder sagen wir die Brennereigruppe um Glenmorangie und wurde dann aber vor ein paar Jahren, ich glaube es war in 2008 oder 2009, an die Franzosen, an ein Spirituosenunternehmen namens La Martiniquaise verkauft. Kennt man nun nicht, muss man auch nicht kennen. Jedenfalls stellen sie den verkaufsstärksten Malt Whisky Schottlands, Frankreichs, den Glenturner her. Vielleicht kennt man ihn aus dem Urlaub. Jedenfalls dürfte in diesem Glenturner eine ganze Menge Glenmorangie drin sein. Und der Malt soll relativ einfach zu genießen sein, relativ unkompliziert. Er ist halt ein Malt für die Massen. Und wenn man nun aus dieser Brennerei etwas Besseres, etwas Besonderes herstellen möchte, dann muss man da schon ein paar Jahre drauflegen. Und genau das hat man bei Glenmorangie gemacht. Man hat diesen Malt 16 Jahre lang reifen lassen und hat ihn zusammengestellt aus Ex-Bourbon-Fässern und Ex-Sherry-Fässern, sodass sich hier ein sehr angenehmes Aroma wohl einstellen wird. Und damit diese Flasche noch ein bisschen mehr den Kunden zieht, hat man ihr eine sehr schöne Metalldose mit Abbildungen von schottischen Regimentern, von schottischen Soldaten in Kilt mit Dudelsack, Drum Majors, Pipe Majors, Captains und was es alles da an militärischen Diensträngen aus den verschiedenen Epochen gibt, auf dieser Dose mit abgebildet. Die ist nur aus Metall und macht nun sehr schön was her. Sicherlich ein tolles Geschenk. Und dazu erhält man noch einen süffigen Single Malt Whisky. Somit ist dem Auge und dem Inneren, dem Geschmack des Kunden sehr schön gedient. Früher gab es diese Kisten in eckigen Schachteln mit verschiedenen Regimentern als Sammelserie und so weiter und so fort. Aber seitdem dieser Single Malt nun an die Franzosen verkauft wurde, die Brennerei an die Franzosen verkauft wurde, seitdem hat man diese Abfüllung. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass sie auch wieder öfter den Weg nach Deutschland findet. Das war nämlich nicht immer der Fall. Und jetzt wollen wir diesen Single Malt auch mal probieren. Das Fass hat sich mit der Zeit ein bisschen verzogen hier in der trockenen Studioluft, sodass die Flaschen immer ein bisschen kippeln. Sehr malzig, sehr reif. Die Aromen sind gesetzt, weich, süß. Ja, erinnert mich an Crème Brûlée. Esse ich sehr gerne. Der Alkohol ist schön eingebunden. Fällt überhaupt nicht auf. Malzzucker. Dahinter jetzt nach dieser vordringlichen Süße kommen jetzt auch ein paar Gewürze. Kakao. Schöne Abwechslung, nicht so aufdringlich, nicht so voluminös. Der Anteil an Sherryfässern hält sich in Grenzen. Es ist ein schönes Wechselspiel. Nicht aufdringlich, leicht. Man hätte vielleicht sogar ein etwas kleineres Glas nehmen können.
Das wiederholt sich alles. Sehr schön süß. Karamell. Malz. In der offiziellen Beschreibung findet sie etwas Torfrauch. Ich finde nicht. Nein, da ist gar kein Torfrauch drin. Torfrauch drin. Da werden wir wohl die Beschreibung ändern müssen. Der Abgang ist süß. Nichts von Trockenheit. Die Zunge klebt nirgendwo. Er beginnt auch schon zu verblassen. Nicht zu lange. Ah! Im Abgang ein wenig Süßholz. Ein Hang zum Lakritz. Interessant. Wer Lakritz nicht mag, diesen sollte er nicht probieren. Wer Lakritz mag, sehr schön. Sehr schön. Ein interessanter Malt, nicht teuer, für 16 Jahre, sehr preiswert. Ich freue mich, wenn Sie bei uns im Shop danach suchen werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.